Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Together. Oder ergänzt. Also gerade noch Together. Genau. Mit Jake, den Und Tobi, Spartaner. hi. Hey. Warte. Was wollte ich letztes Mal machen? Waren wir schon fertig? Ich weiß es gar Ich nicht. ja, du glaube ich nicht. Okay. Ich habe gesehen, dass unten in Alexandria mein Spion ist, den brauche ich da überhaupt nicht. Und das ist nämlich mein Spion, der auch töten kann. Und ich muss ja meinen Helden oder meinen General noch rächen hier. Das geht mal gar nicht. Würde ich auch sagen. So. So. Wollen wir das Spiel? Das ist Garnisonsarmee, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegen eine Fullstack-Armee. Ich glaube, das machen wir automatisch. Meinst du nicht, dass wir das spielen sollen? Ach komm, aber hier, Peltasten, du weißt ja, die machen einen lang. Ja, ich reite die einfach nieder. Also machst du eher sie lang. Ja, genau. Nee, ich mach sie zu Pfannkuchen. Mach sie zu Rührei. So, dann gehe ich jetzt mal Richtung den restlichen Marine. So, warte, wo ist das denn? Ah, da unten. Mit denen bin ich aber nicht im Zoff, im Krieg. So, mal schauen. Cool, im Süden, Westen und Osten habe ich nur eine Provinz noch, die im Krieg mit mir ist. Sonst habe ich nur noch Pergamon. Dam, da, da, dam. Warte mal. Du gehst jetzt mal Richtung Jerusalem. Weil da kann ich auch die guten Einheiten. Oder? Warte mal. Oder bin ich jetzt doof? Ah, jetzt noch nicht, erst nächste Runde. Okay. Okay. Hier mehr Handel ist super. Nahrung habe ich ja gerade en masse. Was machst du? Du bleibst einfach mal hier. Und du da, du sie da. Gehst mal hier entlang. Und scoutest mal die ganzen Häfen, damit ich neue Handelspartner bekomme. Gut, das war's. Subi. Okay, unsere Geschenke gefallen den Göttern und sie schenken uns weiter ihre Gunst. Noch zwei weitere Runden, gutes Omen. Wegen der Kuh oder wegen dem Fest? Na, wegen dem Feiern. Ich Ah. habe ja nicht die Kuh genommen, sondern Ja, ich habe stimmt. gesagt, wir feiern. Stimmt, ja. Okay, ich muss eine Armee aufstellen. Warte mal, wenn ich jetzt einen Kommandant einsetze, der. Ah, nee. Hier, so ist es. Okay. Bei mir Kandidat, 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 Politiker und Basileus. Ich bin ja Agiaden oder so, oder? Weiß ich Ja, nicht. genau. Ja, bin ich. Ich finde den Namen immer noch scheiße. Ich fand Nachfahren des Herakles viel geiler. Ja, der war schon vergeben. Der Typ sieht zwar kacke aus, aber. Deswegen trägt er einen Helm. Nein, er trägt eben so einen von den Helmen, die kacke aussehen. Ach so, okay. So, rekrutieren. Du darfst dich bitte in die Stadt reinstellen. So. Und du rekrutierst jetzt bitte Einheiten, was das Zeug hält. Wenn ich die Einheiten jetzt rekrutiere und die brauchen dann eine Runde, bis sie fertig sind, sind die dann fertig, bevor Makedonien dran ist? Nee. Oder? Ah, scheiße. Also, sobald du wieder dran bist, sind sie fertig. Okay, das könnte dann nämlich ganz schön eng werden. Glaubst du, dass er nochmal angreift, oder?
Der steht gerade mit 3 Armeen quasi vor meiner Haustür. Ja, aber. Also quasi vor. Gesagt, mit einer 17er Armee, deswegen. Vor Athen oder Sparta? Ja, eigentlich mehr vor Athen, aber er könnte wahrscheinlich auch. Aber er ist im Gewaltmarsch. Heißt, ja. Er kann. Aber er kann das ja ändern und dann könnte er auch angreifen. Genau, ja. Aber trotzdem, macht das trotzdem. So. Ich kann aber schon die spartanischen Pikiniere machen, sehe ich gerade. Es geht schon. Ja, dann, auf geht's. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe die Zahl vergessen. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 5 werden bis zur nächsten Runde fertig. Okay. Pikiniere jetzt. Pikiniere. Mhm. Hab ich in... Okay, was habe ich? Ich habe spartanische Pikiniere in der... Ich hab eine Einheit spartanische Pikiniere, 2 Einheiten periökische Pikiniere, 2 Einheiten periökische Hopliten, 2 Einheiten spartanische Jugendliche und 4 Heloten Steinschleuderer. Mhm. Einheiten in der Garnison, das ist eigentlich ganz gut. Das ist nicht schlecht, ja. Sparta auch 10 Einheiten. Mhm. Da wundert es mich aber fast, dass keine. Keine königlichen Spartaner drin sind, zumindest eine Einheit. Allerdings ist es halt eine Garnisonsarmee, auch wenn es Sparta ist. Ja, von den königlichen Spartaner, da würde eine Einheit reichen. What the fuck? Es hat sich gerade mein Spiel geschlossen und er sagt mir jetzt irgendwas von gescannten Seiten. Was? Ach so, okay. Ja, es kann sein. Die Mama sitzt gerade hinter mir und hat mit dem Drucker was gescannt und es kann sein, dass das angezeigt wird, weil okay. Weil mein Computer eventuell mit dem Drucker connected ist. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber für mich war es gerade strange. Okay. Ja, ich habe eh kein Geld mehr, deswegen kann ich nicht noch mehr rekrutieren. Das vor allem ist es ja egal, in wie vielen Armeen ich rekrutiere, oder? Ich kann ja nicht pro Armee 5 rekrutieren, sondern gesamt, oder? Ich glaube nur, nur pro General. Also wenn du da 2 Armeen stehen hast, dann kannst du da auch... Mit beiden 5 pro Runde. Ich glaube schon, ja. Ja, müsste eigentlich aber so sein. Aber ich habe kein Geld mehr, um noch einen General aufzustellen, beziehungsweise ich will es eigentlich nicht. Ja. Weil ich habe keinen aus meiner Fraktion. Ich muss mal gucken. Okay, warte, wer von euch beiden ist jetzt Basileus? Ihr seid beide Basileus? Nee, du bist Basileus. Wer bist du? Was kannst du? Was kannst du? Ihr könnt das gleich... Hä? Das check ich jetzt nicht so ganz. Hä? Also ich schaue gerade in meinen... in meinen Familienbaum hier rein. Mhm. Und unter Kleomenes, meinem letzten Basileus, also meinem letzten Fraktionsführer,
wird angezeigt, er hatte zwei Kinder. Rene und Praxiteles, der jetzige Basileus. Mhm. Beide Kinder werden mir aber auf beiden Seiten angezeigt und irgendwie als verheiratet. Was? Also, auf der einen Seite links steht nur Rene, also nur der Name Rene. Und rechts von ihr ist Praxiteles der Basileus, auch mit den entsprechenden Symbolen. Familienoberhaupt Basileus. Ah, dann ist es der Angeheiratete wahrscheinlich. Also das Rene. Ja, das Ding ist, auf der rechten Seite ist dann der Pfeil auf Praxiteles. Und eben auch mit diesen beiden Symbolen. Und rechts von ihm, aber ohne Pfeil drauf und ohne Namen drunter, ist Rene. Okay. Inzucht? Das ist total strange. Keine Ahnung. Inzucht. Naja, meine Tochter heißt auch Rene. Ja gut, aber trotzdem. Irgendwie strange. Okay. Dann bin ich aber, glaube ich, trotzdem soweit fertig, weil ich kann sonst nichts mehr machen. Mhm. Und muss jetzt hoffen, dass er mich zumindest noch eine Runde in Ruhe lässt. Ja, doch. Wird er. Ja. Er steht aber in meinem Land und plündert. Ah, so ein Arsch. Ah, und Athen? Athen kommt rum. Aber die Schlacht kann ich automatisch machen. Hä, lol, warte, warum genau? Ich dachte gerade, da steht Leonidas, aber da steht Leontinos. Achso. Leontios. Praxiteles Sparta, Carbon Sparta und noch jemand Sparta. Carbon Sparta, also das klingt hart. Ah, nee, Carbon, nicht Carbon. Achso. Carbon mit C. ja, okay, nächste Armee, die Carbon-Spartaner. Ja, wirklich. Oder Titanium-Spartaner. Oh, warte, wie heißt das? Uranium oder so? Keine Ahnung. Ja, Vibranium? Ja, egal. Ja, ich mach's automatisch, weil das ist ziemlich eindeutig und ich kann keine Seeschlachten, deswegen. Okay. Damit ist Athen, weiß ich gar nicht, ist Athen damit vernichtet? Wenn es die letzte Flotte war, dann ja. Ich glaube, sie haben irgendwo noch eine kleine Armee stehen oder so. Hm. Ja, die immer auszurotten ist so lästig. Es ist so lästig. Nee, jetzt kommt er wieder zu meiner Armee, oder? Lass meinen General in Ruhe. Du Schlumpfkopf. Ganz genau. Okay, zügellose Piraterie. Piraten sind ein ernstes Problem, das eure unmittelbare Aufmerksamkeit verlangt. Wie wollt ihr mit den Meeresungeziefern verfahren? Jagen, ist rekrutieren. Volle Kanne in der Wüste? Ja, aber auch total am Meer. Okay. Also entweder jagen oder rekrutieren oder ignorieren. Ich jag sie mal. Ich hab sie gejagt, ja. Ja. Rang erhöht, bla bla, bla blub. So, was... Ah, cool, der Held von denen ist umgekommen. Oder ist verwundet. So. Alter, der Penner. Was denn? Ja, dadurch, dass er halt jetzt plündert, geht bei mir in meinem... in dem einzigen Gebiet, was ich besitze,
geht bei mir halt jetzt gerade noch zusätzlich die öffentliche Ordnung runter. Die geht gerade eh schon runter. So, aber jetzt halt noch viel krasser. Oh Mann. Ja, das Ding ist jetzt, wenn er angreift, kann ich ihn platt machen und wenn nicht, bin ich in ein paar Runden so weit, dass ich ihn platt machen kann. Aber ich kann meinen Kom. Ah ja, weil das ja der neue Kommandant ist. Nahkampfangriff für alle Infanterieeinheiten, oder? Aber dafür minus 5% Moral. Der Nahkampfinfanterie bei der Rekrutierung. Warte, warte, warte. Als der meine Armee platt gemacht hat, ist da mein Held eigentlich auch draufgegangen? Ja, die gehen auch drauf. Ja, das nervt auch immer extrem. Das wusste ich vor allem noch gar nicht, weil mir ist bis jetzt noch nie so eine Armee flöten gegangen. Ja. Ja, das Ding ist, bei meinem Einzelspielerspeicherstand war das so, irgendwann, also ich habe halt die ganze Zeit auch, ich habe Larissa eingenommen und wollte dann aber irgendwo anders hingehen. Dann kam Makedonien, hat Larissa wieder eingenommen. Dann bin ich nach Larissa und habe Larissa wieder eingenommen, bin dann aber wollte ich wieder weitergehen. Dann kam er irgendwann aus Pella rausmarschiert und wollte Larissa wieder einnehmen, weil ich seine einzige sonstige Armee sonst davor vernichtet habe in Larissa. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du Arsch, dann nehme ich mir jetzt einfach Pella. Stand halt zwischen Larissa und Pella. Und Larissa hat mir eigentlich gerade gehört und dann war Pella, war nur noch die Garnisonsarmee drin dann. Und Larissa stand eher wieder mit einer von seinen Armeen drin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mir Pella, weil das kannst du dann nicht mehr gescheit einnehmen. Und dann mache ich Larissa platt. Es war letztes Mal schon ziemlich lässig, aber so einfach wird es, glaube ich, diesmal nicht. Ja, mal schauen. Wir spielen allerdings auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ja, das stimmt. Auf sehr schwer. Genau, ich spiele nur auf schwer. Ja. Hat mir fürs Einsteigen hat mir das gereicht. Ja, das reicht auch völlig. So, jetzt habe ich den beiden Level abgegeben und bin schon fertig. Yay! 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 Ja, Ja, jetzt was hast für ein du Level. deine Pikeniere. Yep. Oh. Besitzt voll. Was besiegt folgende Armee im Gefecht? Die Streiter des Olymp Makedonien. Verbleibende Runden 3. Inspirierte Unternehmen. 4 Runden plus 4 öffentliche Ordnung pro Runde für alle Provinzen. Und plus 500 für die Schatzkammer. Das ist die Armee, die gerade bei mir plündert, drin steht. Mit 17 Einheiten. Ja. Aber mein General ist ein Level up. Ja, ich habe hier so ein Ding und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das nehmen will, so ein Haushalt für ihn. Es heißt Drillmeister. Ich finde den Kommentar geil, der drunter steht. Stillgestanden, du kleiner Mistkerl. Mich sollst du fürchten, nicht diese Einfallspinsel dort drüben. Hat halt den Bonus plus 5% Nahkampfangriff für alle Infanterieeinheiten, aber auch minus 5% Moral bei der für Nahkampfinfanterie bei der Rekrutierung. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist, so die Moral einzubüßen für den Angriff. Nein. Also Deswegen. vielleicht bei Spartaner schon, weil die so oder so richtig heftige Moral haben, aber Ja, aber weil es halt prozentual ist, meine ich. ja, nee, das bringt nichts. Forschungsrate, Hingabe, kulturelle Konvertierung, Gravitas pro Runde, Autorität, Gravitas pro Runde. Alle Infanterieeinheiten.
für alle hellenischen Infanterieeinheiten, Moral für alle Einheiten des Kommandanten. Aber nee, für die Einheit des Kommandanten. Schuss. Okay, also bei dem ganz rechts gibt es ein Ding, das heißt Lehrer, das ist recht gut. Das plus 3 Hingabe, plus 3 Erfahrungsrang bzw. Ränge für Rekruten, plus 15% Erfahrungsrate für Einheiten auf Level 3 dann und plus 50% Wohlstand durch Bildung, Kultur, öffentliche, örtliche Provinz. Aber das ist halt, wie gesagt, auf Level 3 und ziemlich spät erst. Ja. Das Ding ist, ich gehe jetzt erstmal trotzdem auf den Kommandanten, weil, ja, weil Kommandant. und dann rekrutiere ich... Jetzt muss mal kurz gucken. 9 Helden, weil... Oh Gott, aber das kostet. Heieiei. Ich hab's mit den Helden eh nicht so mit den. Aber die haben ja noch Boni. Minus 2% Erfolgswahrscheinlichkeit für feindliche Agentenaktionen. Bei Aufstellung plus 2 öffentliche Ordnung in lokaler Provinz. Plus 10% Wohlstand durch Abenteuer passive Aktion. 20% Wohlstand durch Abenteuer, Unterhalt für Landeinheiten, Begleitarmee, 2% für Moral, 2% Moral für alle Einheiten in Begleitarmee, minus 3% Rekrutierungskosten für Landeinheiten, Verstärkung aller Einheiten Begleitarmee, minus 2 Unterhalt für alle Landeinheiten Begleitarmee. Ich glaube, ich nehme den letzten. Weniger Rekrutierungskosten, mehr Verstärkungsrate, und weniger Unterhalt. Perfekt. Also der in der Mitte hat halt noch Moral. Ja, aber also du musst der jetzt... Der letzte, genau, den letzten finde ich vor allem für die aktuelle Situation am sinnvollsten. Genau, ja. So, und dem kann ich gleich noch eine Fähigkeit geben. Weil dem kann ich jetzt auch noch die Fähigkeit Hoplit reindrücken und dann macht der auch für Begleitarmee Ultra die Boni, also was Moral und Nahkampfangriff und so weiter angeht. Oh. So, und dann hau ich denen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich schon. 6, 7 kommt noch. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, schon ein paar Bogen oder ein paar Fernkampfeinheiten dem zu geben. Weil gerade wenn der Athen angreifen sollte, brauche ich Fernkämpfer. Ja. Deswegen gebe ich, glaube ich, schon. Würde ich auch. Tue ich schon 4 rein und nehme aber eine von den Pekinier-Einheiten, die nächste Runde fertig werden soll, dafür raus. Habe ich 4 Fernkampfeinheiten. 1, 2, 3, 4, 5 Pekinier-Einheiten. 6 Pekinier-Einheiten. Und den Basileus-Kommandanten. Mhm. Und 6. 9. Und dann bin ich, also in 2 Runden, bin ich dann mit Pekinieren auch schon durch. Super. Warte mal, macht es. Nee, okay. So. Na dann. Bin ich soweit, glaube ich, fertig.
Freut mich, wenn du stärker bist als der mächtige Achilles, weil du wirst die Stärke brauchen, mein Freund. Ah, nice, der Typ zieht wieder ab. Besser ist das. Ja. Kann er wenigstens nicht mehr plündern. Der Arsch. Aber ich sehe gerade hinten in Pella rekrutiert er auch schon wieder. Oh. Oh. Peckermann hat gerade Rotas eingenommen. Was? Krass. Also die. Ich hoffe, ihr nehmt. Warte, das ist aber nicht da unten bei mir in dem Eck, oder? Bei dem einen Teil, der noch zu meiner Provinz da gehört, zu Hellas, aber. Oder? Nee. Das ist Knossos. Ja, genau. Ich mach mal schnell speichern. Das ist quasi, ich habe 1700 und der hat 2100, aber der sagt, ich habe keine Chance. Und das will ich sehen. Mhm. Also du darfst gerne ihn spielen. Das ist, ach so, bei mir sagt er, also bei mir kommt es ja von links nach rechts und bei mir sagt, dass die Linken, die Marinen, sehr gute Chancen gegen dich haben. Genau, ja. Okay, gut. Also ich habe wieder diese ganzen Kavallerie-Dings hieß, das Uiuiui. Ah, du hast einen Streitwagen-Kommandanten. Ja, die sind echt scheiße, aber ich wollte es halt... Die sind scheiße? Mhm. In Warhammer ist Streitwagen so eins der krassesten, was du haben kannst. Ja, also an sich, die Streitwagen sind, können sehr gut sein, wenn die halt von hinten in so Plänkler oder so reinfahren. Ach so. Ja, aber an sich... Kriegen halt wahrscheinlich unfassbar Fat Speed, oder? Ja, gar nicht mal. Also an sich, ich kenne kaum Spieler, die wirklich mit Streitwagen kämpfen, weil die halt total squishy auch sind. Also die gehen sofort kaputt, so ungefähr. Ja, wie gesagt, in Warhammer sind die relativ gut. Hm. Sparta hat keine Streitwagen, deswegen konnte ich es bis jetzt noch nicht ausprobieren. Ja, klar. So, ich habe nur Pell-Tasten. Ah, okay, die stehen schon vorne. Das freut mich. Arabische Kavallerie. Bei denen finde ich den Dialekt irgendwie geil gemacht. Ja, der passt ja auch. Also zu denen. Genau, der passt bei denen echt gut. So, und was habe ich hier noch? Oh, die können einen Schildwall machen. Die Generalseinheit kann einen Schildwall machen. Nee, da hast du dich verlesen. Das geht nicht. Doch. Ich bin ziemlich sicher, das geht. Ich kann sogar den Defensivmodus ein- und ausschalten. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Warte mal, greife ich dich an oder? Ich greife dich an. Oder? Genau, du greifst mich an. Also in der Theorie. Auch in der Praxis. Halte ich für ein Gerücht. Immer noch nicht so ganz richtig, aber okay. Du bekommst ja eh noch Verstärkung. Ach ja, stimmt. Sehe ich jetzt erst. Also, sorry, ich habe dich gar nicht gefragt. Ja, ich bin schon bereit. Okay. So. Wo kommt denn deine Unterstützung?
Einmal da. Einmal weiß ich gar nicht, ob du es sehen kannst, weil das so voll im Wald drin ist. Nee, kann ich nicht, aber wenn man bei dem Botschafter oder so, der das sagt, auf das auf die Lupe drückt, dann zoomt man dahin. Also eigentlich ein Bug, aber genau, also eigentlich würde ich nicht sehen, wo das ist. Ah, ich krieg noch mal einen General. Ja, du bekommst insgesamt 3 Generäle. Praktisch, ja, weil der eine hat motivieren. Ja, finde ich nicht so geil. Ich schon. Ja, natürlich. So. Dann. Ist deine Kavallerie eigentlich stärker als meine? Weiß ich nicht, habe ich nicht geschaut. Aber ich glaube schon. Nein, ihr nicht, ihr Vögel. Ah, da oben kommen ja auch welche. Warum kann ich euch jetzt nicht hier rauf schicken? Meine Speere weigern sich zu laufen. Können die in Quadratformation nicht laufen? Nee. Ah, okay, dann liegt's daran. Das ist also Quadrat-Ding, da schauen die in jede Richtung und genau, ist in komplette Defensiv. Haltung. Ja, dann geht's aus der Quadratformation raus, ihr Pfosten. Meine Güte. Bei den Spartanern, wenn ich da sage, ja, kommt's, volle Kanne Angriff, dann gehen die auch aus der Phalanx raus. Ja klar, aber ja, das ist halt eine Phalanx und mehr nicht. Ach so, die da oben. So, meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber ihr sollt euch ein bisschen schicken, bitte. Ja, meine Pferde haben Angst vor Kamelen, das geht mir gar nicht. Sind das Kamele hier? Ja. Nee, das sind keine Kamele. Da sind Kamele dabei. Bei meinen? Ja, die hinteren. Söldner, Kamelspeerkämpfer. Also die meine jetzt jagen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Hä, nee, bei mir sind es Pferde. Hä? Okay. Also, ach so, du meinst auf der anderen Seite. Also, ja. Ja, das sind Kamele. Genau. Wir waren gerade auf unterschiedlichen Seiten. Ah ja.
Das Ding ist, die Kamele sind halt sau langsam. Mhm. Aber die halten was aus. Außerdem sind es, glaube ich, eigentlich Dromedare und keine Kamele. Ja. Männer wanken. Das sind ist ja noch mehr Kavallerie. Sehr gut beobachtet. Eine von meinen Einheiten hat jetzt schon ihre ganze Munition verbraucht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Burn! Deine blöden Reiter sollen brennen. Oh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte, was genau ist? Ach, das hier sind die Streitwägen. Mhm. Unser General wird angegriffen. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier habe, Schockkavallerie ist oder nicht, aber ich benutze es jetzt einfach mal so ein bisschen wie eine. Ich habe das Gefühl, es war keine. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt schon fast alle tot. Also ich bin nicht sehr geschockt, ne? Ja, wirklich. Das Gefühl habe ich in der Tat auch. Waldbrand! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, also besonders viele Pferde sind bei dir jetzt auch nicht mehr übrig. Mhm. Da, ich glaube, deine Einheit ist geflohen, oder? Ja. Ich glaub schon. Ah, ich habe ja Steinschleuderer.
Klappt nicht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Was glaubst du nicht? Dass du Steinschleuder hast. Was? Der General ist gefallen? Deiner? Wie das denn? Cool. Ja, bei mir fliehen auch gerade alle Einheiten. Also ich weiß echt nicht, was da die KI für einen Blödsinn faselt. Uiuiui. Der feindliche General ist tot. Das war der zweite General. Tja, wo ist der dritte? Was sind die jetzt schon so schlecht beieinander? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ach, jetzt echt. Das ist ein schändlicher. Ja, wirklich. Aber jetzt wanken sie auch wegen deinen Bogenschützen. Alter, das ist halt so bitter, weißt du, so gefühlt eine komplette Einheit steht noch da und sie fangen einfach an zu wanken und zu fliehen. Naja. Das ist halt so bitter. Wenn so eine fette Pfeilfront... Ja gut, ich meine, bei so einer Pfeilsalve, okay, ist nochmal was anderes, aber... Oha, also meine Pferde waren schon echt gut, also 230, ja, 240. Ultra. Aber, ja... Ja, naja. Cool. Der wartet gerade auf dich und der hat aber schon mit der Tötungssequenz angefangen. Und meiner steht halt jetzt fast so in der Luft. Wartet er, bis du fertig bist. Ach so, ja, ich bin noch nicht mal in der Mitte vom Ladebalken. Ach so, ja, okay. Ja gut. Naja, so lange steht meiner in der Luft. Ja, sieht ja auch cool aus. Mir fällt gerade auf, dass wir eine Dreiviertelstunde schon aufnehmen. Also danach machen wir mal Ende von der Folge. Jo, wenn die Tötungsanimation durch ist. Ganz genau. Der tut mir schon ein bisschen leid, also der andere, der steht die ganze Zeit so da und wartet auf den Schlag und es passiert halt einfach nichts. Das ist so ein bisschen Freeze. Genau, ja. So, jetzt bin ich gleich fertig. Okay, alles klar. Yay, jetzt kam der Schlag. The Main! So, ey, aber ich habe, glaube ich, keinen verloren. Keine ganze Einheit auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, cool. Ja, einen General habe ich nicht bekommen. Aber den Rest schon. Ja. Passt. Persien, was es machst du? Doch Persien. Ja, ja, klar. Aber nicht spielbar, oder was meintest du genau, dabei? Ja. Oh, ein Kind ist geboren. Juhu. Juhu. Yay. Ich hoffe, ein Mann. Gut, und mit dieser frohen Botschaft, beenden wir und sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.